Ja, moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute, ich muss zugeben, ist nicht Samstag. Heute ist Donnerstag. Ihr seht das Video erst am Samstag, denn tatsächlich, ich habe morgen frei. Bin nicht mal zu Hause in Hamburg gefahren, nur ein bisschen mal weg, um uns ein bisschen zu entspannen. Aber trotzdem möchte ich euch hier auf dem Laufenden halten. Also warte das Intro ab, danach geht's hier los. Ja, es ist wieder eine Woche vorbei. Hammerhü ist vorbei. Heißt, mein Projekt mit den ganz vielen Hammern ist vollendet. Denn ich habe auch dieses Jahr wieder unzählige Hammer gebaut. Ich glaube, es sind über 50 Stück geworden. Es ist jetzt wirklich hier der allerletzte. Hier ist das Laser schief gelaufen. Und hier habe ich nur einen Kopf, noch keinen Stiel, weil der Kopf war mir zerbrochen. Ja, also ich bin wirklich restlos, ich sag mal, ausverkauft. Keine Hammer mehr, alles weg. Viele, viele Kinder sind mit meinen Hammern durch die Gegend gelaufen und haben sich die Taschen voller Süßigkeiten gefüllt. Denn ich war mit meinem Sohn auch Hammerhüh laufen, weil der ist ja mittlerweile knappe 6 oder 5,5 und kann sogar schon den Reim auswendig. Echt richtig toll. Tut sich ein bisschen schwer mit Plattdeutsch, aber das tun sich auch viele andere. Aber kann es echt auswendig und hat sich auch die Taschen voller Süßigkeiten gemacht. Sehr glücklich, sehr zufrieden, die ganzen Kinder. Und es ist schon witzig, wenn man so über die Jahre insgesamt, ihr werdet lachen, sind es knapp 400 Hammer, die ich in den letzten Jahren gebaut habe. Und jedes, sag ich mal, fünfte, sechste Kind hier hat immer meinen Hammer in der Hand. Ist schon echt witzig, das zu sehen. Und von den ersten, die wirklich noch sehr, wie soll man sagen, einfach, aber trotzdem aufwendig gemacht worden. Da habe ich ja noch mit so einer Art servierten Technik den Namen drauf gemacht und sie noch lackiert und so weiter. Das mache ich ja mittlerweile mit Laser und das Lackieren spare ich mir, weil das ist eigentlich gar nicht nötig. Das war nur mit der servierten Technik nötig. Die Hammer sehen schon teilweise ganz schön demoliert aus. Sind trotzdem noch voll intakt, nur ordentlich verbeult, aber die haben dann auch schon 5, 6, 7 Jahre teilweise auf dem Buckel und wurden auch dementsprechend schon oft für Hammerhü benutzt. Richtig toll. Und die Hammer leben immer noch. Man sieht natürlich auch wieder die aus den vorherigen Jahren und natürlich die auch aus diesem Jahr richtig toll zu sehen, wie viele Kinder hier auf dem Hamburger Land mit meinem Hammer durch die Gegend laufen. Richtig toll, macht mich wirklich stolz. Ja, ansonsten bin ich hier weiter fleißig mit der Garage aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ich führe euch da ein bisschen hier durch die Gegend. Ich habe hier wirklich mir Platz gemacht. Langsam komme ich wieder an die Schränke an. Wow! Und somit auch an mein Werkzeug. Denn ich habe meine ganzen Holzvorräte sortiert. Einmal da oben auf dem Schrank, einmal da auf dem Schrank. Jede Menge Holz. Ich komme mal wirklich überall ran und kann mal was tun. Und ich habe jetzt eine richtig tolle Projektidee. Hat auch was mit Holz, Lasern, Garten zu tun. Nächste Woche gibt es da hoffentlich zu mehr. Ich will mal gucken, ob ich das schaffe, weil ich bin nächste Woche sehr, sehr viel beruflich unterwegs. Jetzt am Wochenende eben privat unterwegs, danach beruflich unterwegs. Mal gucken, ob ich es nächste Woche schaffe. Ich gebe mir echt Mühe. Es ist eben so, ich mache beruflich ein bisschen Karriere, vielleicht ein bisschen mehr. Und trotzdem möchte ich mein Hobby nicht zu kurz kommen lassen, aber es muss leider ein bisschen zurückstecken. Weil jetzt zum Frühjahr geht es natürlich auch wieder in den Garten und auch die Familie möchte was von mir haben und ich habe noch andere Verpflichtungen und ja, zum Glück ist jetzt, nein, zum Glück ist das falsche Wort, jetzt ist das Thema Hammerhü erstmal wieder durch, da muss ich erst wieder im Herbst, im Winter wieder mit anfangen, wieder Hammer zu produzieren, weil auch das ist das Witzige, ne? Vorgestern, also quasi am Dienstag nach Rosenmontag, hat mich eine Kita hier angeschrieben, ob ich mal eben für den Tag drauf, also für den Mittwoch, für gestern, 20 Hammer liefern kann mit individuellen Namen und dem Hammerhüspruch. Ha, wie soll das noch funktionieren? Also da sind auch die Fantasien ein bisschen groß. Ich freue mich wirklich, dass diese Hammer so toll ankommen. Aber wie soll ich denn bitte innerhalb von quasi einem Tag 20 Hammer bauen? Wäre unmöglich, aber selbst verzieren. Das dauert pro Hammerseite 10 bis 15 Minuten, also durchschnittlich 20, 25 Minuten pro Hammer, rechne mal selber, mal 20. Das sind allein 500 Minuten nur Lasern. Wie soll das funktionieren? Aber ich glaube, da ist auch vielen nicht bewusst, was wirklich in so einem kleinen Projekt trotzdem für Arbeit drin steckt. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ich hoffe, dass die aus der Kita da immer auch nächstes Jahr noch Interesse haben. Ich muss hier leider auf nächstes Jahr vertrösten, weil dieses Jahr ist es einfach nicht mehr machbar gewesen. Denn ich habe dieses Jahr schon
Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber 50 sind es bestimmt geworden. 50 Hammer gebaut, 50 Hammer verziert, 50 Hammer ausgeliefert. Es ist schon echt witzig, aber auch ganz viel Arbeit. Naja, nun ist das also wieder durch. Jetzt mache ich mit anderen Projekten weiter. Das erste Projekt, was ich machen will, ist was für einen Garten aus Holz mit Laser. Also seid gespannt. Ich hoffe, ich mache das nächstes Wochenende. Ich mal gucken, ob ich es schaffe. Ich bereite es jetzt schon mal vor, weil ich muss ja natürlich fürs Lasern mir immer noch eine Grundlage vorbereiten am Computer. Das mache ich jetzt schon mal nebenbei und hoffe, dass es dann bis zur nächsten Woche fertig ist und ich dann in die Holzarbeit gehen kann. Und dann nehme ich euch natürlich mit, weil das Lasern kann ich euch mal kurz zeigen, aber es ist natürlich jetzt nicht so relevant, um das wirklich euch langfristig zu zeigen oder länger zu zeigen. Aber nachher das fertige Produkt, ich glaube, es wird schon ganz cool. Na nun, jetzt auf jeden Fall wollte ich einmal kurz noch hier euch durch die Werkstatt führen, einmal zeigen, was ich gerade so aufgeräumt habe und dann gehe ich an meinen Computer und bereite das Projekt für nächste Woche vor. Ja, zum einen seht ihr, das ist ja mein Schrank, den habe ich mal gebaut, Video verlinke ich euch mal in der Ecke. Da ist jede Menge Holz, das sind alles teilweise, das ist ein alter Dielenfußboden, das untere Teil, das obere weiß ich gar nicht mehr. Das dunklere, ich weiß gar nicht, woher ich das Holz mal habe, aber es ist auch schon auf jeden Fall Jahre alt. Wird aufgearbeitet und ist dann wieder richtig schönes Holz. Jetzt riechen wir um. Schwupp. Gehe ich da mal auch hin. Dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Und da oben auf den Schwellersregalen jede Menge Plattenmaterial. Ich habe das erstmal jetzt da hingestapelt. Zum einen da ist noch eine Eichenbohle. Dann sind das irgendwelche, ich komme gerade nicht auf den Namen. Eukalyptus? Nee. Ich glaube, es ist Akazienholz. Aber auf jeden Fall auch sehr viel Holz da oben, auch noch Spanplatten und so weiter. Jede Menge Material ist genug da, um mit euch jede Menge Projekte zu bauen. Aber nun gehe ich mal an den Computer und bereite mal das nächste Projekt für nächste Woche vor. Und ihr, ich weiß nicht, was ihr macht, es soll hier, oder wo wir jetzt sind, weil jetzt, wo ihr das Video seht, sind wir schon nicht mehr in Hamburg, schönes Wetter sein und ich hoffe, wir können die Zeit draußen verbringen und ein bisschen frische Luft schnappen und gleichzeitig ein wenig abschalten. Euch allen schönes Wochenende, haut rein. Bis nächste Woche, Samstag, 8 Uhr, hier auf meinem Kanal.